Ja, dann brauchen wir jetzt Doppelbetten oder was? Aber es, die vermissen auch irgendwie nicht das Doppelbett. Normalerweise würden sie das Doppelbett irgendwann vermissen. Wie sieht's denn aus? Sie sind noch nicht verheiratet. Ich glaube, erst ab dem Punkt, wo sie verheiraten, das kommt auch mal ein bisschen auf die Ideologie an. Aber sie vermissen es nicht. Moin, Sir Edward. Kommst du immer ein bisschen spät, ne? Was machst du immer Wichtiges noch vor Mitternacht? Halb Furry, halb Mensch. Ja. Aber sehe ich regelmäßig im Freibad. Sex gibt gute Laune, sagt Mr. Giros Peter. Wie kommst du darauf? Niemand hier kann das bestätigen. Wir zocken alle nur. Guten Abend, Olexon. Wie gut ist der Billardtisch geworden? Exzellent. Ja, also davon verstehen wir nichts. Mr. Giros Peter. Tu nicht so, als würdest du was davon verstehen. Mesgas arme Vagabunden. Vier verzweifelte Flüchtlinge, darunter ein Kind, nähern sich. Anführer heißt Mesgar. Behaupten, bei einem kürzlichen Angriff ihre Heimat verloren zu haben. Mesgar bittet dich um Erlaubnis, 20 Tage lang hier in Ambivalent bleiben zu dürfen, um sich auszuruhen und zu sammeln. Im Gegenzug bieten sie dir an, in dieser Zeit kostenlos zu arbeiten und zu kämpfen. Wenn du sie zufriedenstellst, könnten einige von ihnen gewillt sein, der Kolonie beizutreten. Vielleicht belohnen sie dich später auch für deine Hilfe, aber ihre wahren Absichten, die bleiben ein Geheimnis. Diese Flüchtlinge gehören keiner Fraktion an. Du kannst sie töten, inhaftieren, verkaufen oder ihre Organe entnehmen, ohne diplomatische Konsequenzen befürchten zu müssen. 20 Tage, 4 Flüchtlinge. Also wir brauchen keine Hilfe. Müssen wir mal kurz überlegen. Diese Quest bringt uns gar nichts. Normalerweise ist die immer ganz cool, vier Leute, die einem helfen. Wir brauchen aber aktuell keine Hilfe. Wir sind zu neunt. Allen geht's gut, alle arbeiten, alle Jobs werden erfüllt. Alles ist in Butter. Jetzt vier Leute zu holen, würde keine Vorteile bringen. Nur Manpower, falls ein Kampf eintritt. Wie gesagt, die Manpower bei den Arbeiten brauchen wir nicht. Auf der anderen Seite fressen sie uns die Sachen weg. Wir hätten Betten, das wäre jetzt nicht das Problem. Und sie könnten rein theoretisch uns in den Rücken fallen. Was bei vier Leuten jetzt wahrscheinlich auch nicht groß gefährlich wäre, das würden wir schon kriegen. Aber es bringt uns halt nichts. 20 Tage Blutbeutel, sagt Devil Angel. Ja, das stimmt. Aber die kriegen wir auch noch anders. Wir nehmen uns was anderes gefangen. Wir können sie auf Expedition schicken. Ja, das ist auch nicht schlecht. Wir können Bergbau machen. Ja, wir brauchen niemanden, der Bergbau macht. Real Zanker. Wir brauchen wirklich niemanden, der Bergbau macht. Also, ich meine, wir haben, wie viel? Wir haben 7600 Stahl. Wir brauchen für die nächsten 10 Jahre niemanden, der Bergbau macht. Und unsere Basis ist fertig in den Berg gebaut. Geschenke, wenn sie friedlich abreisen, ja. Okay, also ich lasse es euch einfach. Ihr entscheidet.
So. Der Inhalt erfüllt nicht die Richtlinien. Ich habe die Umfrage erstellt, Flüchtlinge. Und dann zwei Antwortmöglichkeiten, aufnehmen oder wegschicken. Und der Inhalt erfüllt nicht die Richtlinien. Das ist eine Frage, die darf nicht gestellt werden bei Twitch. Okay, dann nennen wir sie nicht Flüchtlinge. Wie nennen wir sie? Wir nennen sie Wanderer. Jetzt geht's. Es lag tatsächlich... Flüchtlinge ist ein verbotenes Wort auf Twitch. Das ist krass, oder? Mann, Mann. So, die Abstimmung läuft noch eine halbe Minute. Und dann werden wir die aufnehmen oder nicht. Wo sind sie? Kann ich die Quest? Wie viel Zeit habe ich? 6 Tage. Okay, lasst euch Zeit. Gucken wir gleich. Sieht so aus, als würde die Aufnahme der Flüchtlinge hier tatsächlich durchgehen. Ihr stimmt für ja, zumindest eben, als ich da kurz reingeluschert habe. Oh ja. 67% sagen aufnehmen. 33% sagen wegschicken und die Abstimmung ist beendet. Das waren 4 Hirnrinde. Flüchtlinge ist verboten, Dabdorf. Das Wort Flüchtlinge. Gut, dass du nicht aufnehmen oder schlachten angeboten hast. Lass die Wanderer kämpfen, einer darf bleiben. So, wir haben so eine Arena, gibt's cool als Mod, beziehungsweise es gibt auch eine Ideologie, wo man das machen kann. Aber das haben wir jetzt gerade nicht. Deswegen nehmen wir sie. Und Kachingo. Flüchtlinge sind eingetroffen. Schauen wir mal. Wer möchte ein Flüchtling sein, werter Chat? Habt ihr Interesse, Namenspate für diese 4 verlorenen Seelen zu sein? Dann schreibt jetzt in den Chat oder ihr mögt für immer schweigen. Und die Namen sind vergeben. Wir haben Graffiti AP, Sharkloft, Töff und Krafator. Wann lief's das letzte Mal so gut, fragt Häcksler. Lange nicht mehr. Lange nicht mehr. Weiß auch echt nicht, woran es liegt. Wir spielen mit Blood and Dust. Aber ich erinnere mich, ich hatte einmal einen Run vor langer, langer Zeit. Auch nicht am Stream. Ich hatte mal vor langer, langer, langer Zeit einen Run. Da ist nichts passiert. Ganz komisch. So ab einem bestimmten Zeitpunkt war es richtig langweilig. Und es war ganz komisch. Nichts ist passiert. Aber, naja, hier passieren ja Sachen. Was ist los? Eine Pflanzensammlerin stürzt in der Nähe mit einer Transportkapsel ab. Pflanzensammlerin, wird das unsere Hippie-Dame? Sie leidet an paralytischer Abasie und kann nicht mehr laufen. Nach einer gewissen Zeit wird sie auf natürliche Weise genesen, was aber nur langsam vonstatten geht. Mit etwas Glück tritt die Genesung auch früher ein. Paralytische Abasie kann operativ geheilt werden, allerdings dafür ist eine große Menge Glitzerweltmedizin erforderlich. Sie ist gewillt, uns zu helfen. Sobald sie sich erholt hat, weigert sich aber, freiwillig zu gehen. Wenn du sie nicht brauchst, kannst du sie verbannen, in die Sklaverei verkaufen oder einfach töten.
Deinen anderen Kolonisten wird das jedoch nicht gefallen. Dies ist ein wohltätiges Ereignis. Ja, nehmen wir an, oder? Wir haben keine Glitzerweltmedizin. Ja, das stimmt, aber das wird sich über Zeit... Die können wir durchfüttern. Das genug Essen haben wir eigentlich. Und wir brauchen jemanden. Also es ist im Grunde ein Hippie sent from heaven. Wir brauchen ja einen Hippie. Das Spiel hat uns gehört und es klingt total nach Baumknutscherin. Ja, ruhig ist. Können sie dann noch bionisch upgraden? Ja, die paralytische Abasie, das ist, glaube ich, so eine Nervennummer. Da jetzt irgendwie Technobeine ranzuschrauben, glaube ich, heilt sie nicht. Also, wir akzeptieren das Ganze. Oh, shit. Okay, ja. Oh, sorry. Impossibile. Da liegt sie. Wollen wir kurz einen Namen geben? Tap! Na, wer von euch wird das? Wer liegt da? Es ist Genosse Honk. Genosse Honk ist weiblich. 57 Jahre. Hat halt Pflanzen 12. Ist ein geborener Hippie. Mega gut. Pflanzensammlerin. War in der Kindheit Hirtin. Kann kochen. Bergbau. Nahkampf. Medizin. Die ist halt schon ganz geil. Die kann halt nicht Tiere, Handwerk, aber... Null ist besser als nix. Ne? Das wisst ihr. Hier könnte auch ein Strich sein. Also, sie ist schon überdurchschnittlich gut, muss man sagen. Das ist schon überdurchschnittlich gut. So viele Flammen. Und Skills über 6. 3 Skills über 6. Das ist überdurchschnittlich gut. Und Merkmale faul. Geschwindigkeit aller Arbeit minus 35%. Das ist natürlich hart. Das ist sehr hart. Körpertechnisch hat sie 31 Tage, die paralytische Abasie. Das ist in RimWorld ein halbes Jahr. Und wir müssten sie überreden. Sie ist eine Disbelieving Pfad-Anhängerin, Suprematistin und Raiderin. Ist mit schlechter Hose und T-Shirt aus Hundeleder bekleidet und liegt jetzt hier im Einzugsbereich dieser Geschütze. Ich sehe keine Möglichkeit, Genosse Honk zu retten, außer wir starten Operation Meat Shield und nehmen unsere 4 Ankömmlinge als Meat Shield, die diese Kanonen ablenken, während Genosse Honk da rausgetragen wird. Aber ich glaube, wir erleiden mehr Verluste, als wir in Genosse Honk als Verbündete bekommen würden. Rauchgranaten. Rauchgranaten. Wie lange? Du bist ja nicht verletzt. Wie lange kannst du da liegen? Okay, du kannst da so lange liegen, bis du verhungerst. Also lange. Aktuelles Essensbedürfnis... bei 78%. Wir können... Also Rauchgranatenwerfer ist tatsächlich die Lösung. Wir können Bot schicken, aber ich glaube, der Bot wird auch angegriffen. Bin ich mir ziemlich sicher. Und ich glaube, Transportbot kann... Nee, die Bots können... Also du willst als Meat Shield sie schicken, Häcksler, wahrscheinlich, ne? Ja, aber dann liegen da die Bot... Die würde ich dann gerne reparieren... Nee, wir machen Rauchgranatenwerfer. Das ist schon das Smarteste. Mit Bots würde das auch gehen. Erstmal als Meat Shield aus Metall. In 6 Stunden Behandlung stand da. Ja, das ist nicht wichtig. Das ist ja nicht tödlich. Also, Steel Shield würde, Operation Steel Shield würde das heißen. Wir bauen jetzt den Rauchgranatenwerfer. Den haben wir uns schon häufiger gewünscht.
Wo bist du? Dutchman. Da ist Dutchman. Dutchman wandert umher. So, Dutchman baut jetzt den Rauchgranatenwerfer. Denk an die lustigen Stunden, die die Kolonisten mit Hong verbringen könnten. Wie meinst du das, Speed Minister? Ich glaube, du meinst das ganz unschuldig. Sharkloft, ob du ein Bett hast? Ja, wir müssen mal Betten für die Leute hier. Wir haben genug Betten. Ein Bett haben wir jetzt zu wenig, weil Genosse Honk noch dazu gekommen ist. Aber Genosse Honk kommt ja eh in ein Intensivbett. Also ist alles gut, weil Genosse Honk ja... Also, wir bauen den Onken. Was ist hier? Oh, die kleine Kraffertor. Dragobot ist auch noch unterwegs. Wieso ist der kleine Kraffertor so weit hinten? Mega langsam. Ist mal ganz kurz die Supermedizin hier verbieten, dass wir... Okay. Kraffertor spielt wahrscheinlich draußen. Ja, wandert umher. Okay. Also, Dutchman braucht den Granatenwerfer, Rauchgranatenwerfer, und damit werden wir Genosse Honk aus der Situation rausholen. Bin gleich wieder da. Meinst du das, Sierra Bravo, oder was meintest du? Dauert ganz schön. Ja, ist doch klar da. Erforscht. Jetzt wolltet ihr die Mörser, ne? Vielleicht vorsichtshalber keine schlechte Idee. Machen wir die Mörser. Hat der Chat entschieden. Nicht, dass noch jemand Hong rettet. Ja, da haben wir zum Glück die Minimap für. Wundert mich aber auch. Es will keiner los und Hong retten. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht so genau, woran das liegt. Wo ist mein Tee? Ach, da. Wir gucken uns gleich die Leute an. Wir gucken, wie lange die leben, Froggen haben. Aber ich gebe zu, da hat es heute auch tatsächlich den Rekord. Das kürzeste RimWorld-Leben in der heutigen Session ging tatsächlich auch an dich, Froggenhardt, wieder. Baubot ist ausgeschaltet. Wir bauen gleich noch weitere coole Sachen. Aber nee, eigentlich könnten wir die Hilfe gebrauchen. Aktuell. Ja, komm, Baubot, mach dein Ding.
Oha. Wir sind schon über 18,5. Knapp über 18,5. Jawohl. Wir warten hier drauf. Hin und wieder hört man mal das Klacken der Bälle an unserem Pooltisch. Das ist ganz cool. Und ich glaube, gleich ist unser Granatwerfer hier fertig. Brauchen noch mega viel Sprit für die Granaten, okay. Gucken wir gleich, jetzt ist gerade unser Granatwerfer fertig geworden. So, wer ist denn? Das macht natürlich jemand. Wir gucken uns mal ganz kurz unsere Leute an. Okay. Nummer 1. Graffiti AP. 48 Jahre. Männlich. Normaler Mensch. Nichts Besonderes. Körpermodifizierer. Kurzschläfer. Psychopath. Ist ganz gut im Nahkampf. Kann gut mit Tieren. Ist ein Handwerker. Ist ganz gut im Nahkampf. Nichts, was irgendwie uns groß von Nutzen wäre. Diese Tiernummer ist wirklich von uns selten genutzt. Wir registrieren das mit dem Nahkampf. Hat einen Knüppel in der Hand, soweit so gut. Töff ist ein junger Spion, 35 Jahre alt, männlich, Jogger, Einsiedler und fragil. Eieiei, fragil immer ein großer Einschnitt in den Fähigkeiten eines Kolonisten. Fragile Leute fallen so schnell um. Eigentlich steht hier, dass er nur 15% mehr Schaden kriegt. Aber ich glaube, ja, in der Kopf. Nee. Weichei ist das, glaube ich, ne? Die Schmerzschockwelle. Weichei ist das Ding. Fragil ist nicht so schlimm wie Weichei. Ich meinte gerade Weichei. Weichei, da haben die Schmerzschockwelle minus 50%. Die kippen sofort um. Wir brauchen nur die Hälfte von Incoming Threat und schon fallen die um. Morph sieht da nur Forscher stehen. Warte kurz, wir machen hier weiter. Also, du bist Sozialtiere. Kannst noch weniger als der Typ davor. Aber du bist fragil. Sharkloft. 41 Jahre. Männlich. Normaler Mensch. Nachteule. Drogeninteresse. Forscher. Mit 10 Handwerk. Aber hier relativ durchschnittlich ganz gut. Und Krafator. Ein 5-jähriges Mädel, die nix kann außer Nahkampf. 5 Jahre alt. Kann nix. Außer Nahkampf. Okay. Alles klar, Removed. Ey, nicht schlecht. Ich denke, Graffiti Tab ist zusammen mit Töff und Sharkloft. Ihr geht im Dreier-Team los. Wo seid ihr? Du bist da unten. Rekrutieren. Wo bist du? Du bist da oben am Forschen, rekrutiert. Du bist am Meditieren, rekrutiert. Wie geht's euch denn bedürfnistechnisch? Dreht ihr gleich durch? Nö, denen geht's allen richtig gut. Sharkloft werden wir jetzt direkt mal den Rauchwerfer in die Hand drücken. Und alle anderen treffen sich draußen. Graffiti, komm raus. Töff, komm raus. Operation
Operation Hilf Honk wird gestartet. Genosse Honk mit paralytischer Aphasie liegt hier, 1 Kilometer vor der Basis, auf dem Boden und benötigt Hilfe. Und unsere 3 Zivildienstleistenden Turf, Graffiti, AP und Sharkloft werden jetzt inspirierte Rekrutierung. Ey, das brauchen wir jetzt gerade nicht. Wo war ich? Keine Ahnung. Wir holen jetzt. Zack. Wir gehen raus. Los geht's. Gefährliche Operation. Die 3 werden sich jetzt hier nach Westen begeben, um diese mechanoide Bedrohung zu täuschen, um Genosse Honk zu retten. Operation Hilf Honk ist gestartet. Unsere 3 Protagonisten sind auf dem Weg, leider mit unterschiedlichen Fortbewegungsgeschwindigkeiten. Graffiti ist ein bisschen angetrunken. Sharkloft hat einen Holzfuß und ein Herzleiden. Okay. Das haben wir jetzt gerade erst erfahren. Sentenced, Mann. Danke dir für die 8 Monate. Sentenced. Und Skylar, die habe ich schon gedankt, ne? Danke dir trotzdem nochmal. Es geht in die Hose locker, sagst du. Oh, das ist natürlich jetzt hier. Dann schmiegt er sich ans Bein an und kuschelt mit dem Cheater. Schon ein bisschen gefährlich. Haben wir jetzt gar nicht so gedacht. Aber gut, es geht gleich los. Captain Holzfuß ist leider... Jetzt habe ich die Hand an der falschen Tastatur. Hier, die Tastatur. So. Wir müssen das micromanagen. Also geht bitte vor. Ihr... Jawohl. Geht erstmal hier unten hin. So, Sharkloft, stellt sich bitte hier hin. Ich glaube, da wirst du nicht getroffen. Turf, du stellst dich hier hin. Du da. Ja, ihr steht gut. Werdet ihr beschossen? Alles gut. Wir schießen unsere Rauchgranaten auf die Plätze. Fertig. Los. Jetzt wird's spannend. Jetzt läuft Töff los und versucht Genosse Honk. Wen machen wir? Wer ist schneller? Graffiti mit dem Holzfuß. Die haben beide einen Holzfuß. Wunder mich gerade. Okay, der Töff ist der Einzige mit normalen Beinen. Töff, du machst das. Verrückter! Tef! Kann einer Tef löschen? Nee, die Holzfußtypen können jetzt Tef nicht löschen. Tef! Tef brennt! Tef brennt! Tef brennt! Tef brennt!
Jetzt. Okay. Okay. Rechte Mittelfinger ist verbrannt. Blutet stark. Operation Hilf Honk läuft. Okay, wir haben's. Graffiti, kannst du kurz... Also du schmeißt mal ganz kurz Dings auf den Boden, dann bitte behandeln. Wer ist der bessere Mediziner? Medizin 2, Medizin nix. Okay, Sharkloft, bitte einmal ganz kurz behandeln. Graffiti, bring schon mal Genosse Honk nach Hause. Das ist eine blutende Wunde, die blutet auch recht stark. Aufgrund der Verbrennung ist der rechte Mittelfinger weggebrannt und das blutet. Die Flammen haben das nicht direkt versiegelt. Hat ganz gut geklappt, oder? Aus Hilfong wird Löschtöff. Okay, das reicht. Den Rest verarzten wir jetzt nicht hier. Jetzt ist er erstmal hier, während der Cheater da hinten. Komm schon, bleib bei deinen Kumpels. Töff, sonst war's das. Okay. Okay, jetzt müssen wir nur hoffen, dass die auch sicher nach Hause kommen. Keine großen Bedrohungen auf dem Weg, außer dieser Hase hier, der aussieht wie das schwarze Kaninchen in Weiß. Nee, die Bedrohung war der Cheater da in der Nähe und ich denke, das haben wir jetzt nach Hause gebracht. Krafator ist noch ein Cheater. Nee, alles gut, alles gut. Wir sind auf dem Weg. Hui! Okay. Hilf Honk, haben wir. Ihre 10 kann doch mal 10, sagst du, Morph. Ja, tatsächlich würden wir wahrscheinlich für das Tierpflege Tiere 15 Typen nehmen zum Zähmen. Aber es gibt hier nichts, wo es in meinen Augen Sinn macht zum Zähmen. Hier ganz weit entfernt einen Hasen zu zähmen, finde ich nicht sinnvoll. Das nächste wären die Cheetahs oder so ein komischer... Das ist hier zu gefährlich. Das sollte schon in der Nähe der Base passieren und nicht in der Nähe dieser fleischfressenden Giraffen. Nee, hier sind tatsächlich... Warte mal, hier sind neue Kängurus gekommen und Pferde. Also hier sind ziemlich viele Predatoren. Oh, hier brennt's aber. Ne? Hier diese Kojoten. Die reißen sogar diese Ceratopse, die Proto-Ceratopse. Und was wir hier sonst einziges noch haben, ist ein Riesensloth. Und ein Riesensloth sehe ich jetzt auch nicht als Bereicherung für die Kolonie. Das werden wir uns jetzt aber schießen, das Riesensloth. Sharkloft. Okay. Unsere Decoy-Base wird jetzt angesteuert. Und Sharkloft. Haben wir ein Bett zu wenig? Eigentlich müssten wir doch genau richtig... Haben wir auch. Ja, die sind doch frei. Alles gut. Achso, du willst den 10er-Typen nehmen, falls der gebissen wird. Ja... Ah, ich verstehe. Du willst einen riskanten Zähmversuch starten, weil unsere 4 Besucher
sozusagen expendable sind. Ja, ey, ich würde hier vielleicht irgendwas von zähmen. Ich meine, die Kängurus sind cool. Ich würde hier gerne so ein Känguru zähmen oder sowas in eine Känguru-Zähm-Farm. Oder hier diese Teleskop-Hals. Also das Löwen. Stream Elements. Aber die sind zu weit weg. Das hier im Westen, das ist auf der anderen Seite der Map. Da zum Zähmen hinzurennen, ist im Grunde ein Selbstmord. Zu gefährlich. Und hier, oder hier so ein Koala. Eine Koala-Farm wäre doch mega. Wieso ist hier so eine Australien-Nummer? Die, wir haben Koala, Kängurus? Na gut. Krapator, das kleine Kind da draußen, wird jetzt mal rein. Wir schießen uns jetzt. Wir haben kein Fleisch mehr so richtig. Wir brauchen mal. Unser Vampir geht jetzt raus. Krapator kommt rein. Wir schießen uns kurz das Riesensloth. Wo wollt ihr hin? Danke für diese automatische Unterstützung. Alles gut. Lecker essen. Die mampfen auch direkt und wir geben den Schlachtauftrag direkt in die Küche weiter. Kaditsch. Rocklash, ganz genau. Das sind beides Mods, die Schießscharten. Gibt es in verschiedenen Ausführungen als Mod. Heißen meistens irgendwas mit Embrasures. Das wäre der englische Name dafür. Und das mit dem Schießen und dem Laufen ist eine ganz interessante Mod. Die aber auch ein zweischneidiges Schwert ist. Weil die Gegner können das auch. Die nennt sich Run and Gun. Aber man kann das auch manuell, wenn die Leute gedraftet sind, den Leuten verbieten, dass sie nicht schießen sollen beim Laufen. Gegen Tiere ist das ganz gut, weil Tiere nicht zurückschießen, aber wenn du das gegen Angreifer machen willst und denkst, das ist strong, im Gegenteil. Eigentlich werden die Angreifer mit Run and Gun stärker. In der Regel bist du ja in der Verteidigungsposition bei RimWorld. Du verteidigst ja deine Basis und damit bist du eigentlich eher in einer stationären Situationen und läufst nicht die ganze Zeit, während du deine Basis verteidigst, sondern verschanzt dich irgendwo hinter irgendwas. Im Vergleich zu den Angreifern, die haben dann da mehr von. Also Run and Gun ist eine lustige Sache, aber muss man halt bedenken, dass das ist auch sehr gefährlich. Aber das sieht doch wieder gut aus. Blumenbot ist noch gedraftet. Ah ja. Waffen wären nice. Ja, die haben wir ja auch gerade erforscht, ne? So, wir haben den Super Sloth geschlachtet. Jetzt liegt hier ganz viel leckeres neues Fleisch. Und jetzt können wir wieder leckere Mahlzeiten kochen. Hirnrinde macht das Ganze. Wir hatten schon länger kein Fleisch mehr. Deswegen gab es nur normale Mahlzeiten. Wie haben sich diese 6 Pizzen eigentlich eingesammelt? Auch nicht schlecht. Ja, wie machen wir denn das jetzt mal? Wollen wir mal ein paar Tiere... Wir müssten mal wieder so eine... Was ist denn mit denen?
Ja, diese, was ist mit diesen Langhals-Goldfischen? Die haben eine Geschwindigkeit von 4,3. 4,3 Zellen pro Sekunde. Und, das ist ungefähr die gleiche Geschwindigkeit wie von einem normalen Menschen. Die haben bestimmt viel Fleisch, oder? Wie viel Fleisch haben die? 315 und 160 Leder. Was ist los? Well done, Felix, Schokolabi, Ishtar. Ihr seid schon recht lange hier. Und eure Hälse ziehen unsere Aufmerksamkeit auf euch. Wie heißen die Dinger eigentlich, die Giraffen auf dem Kopf haben? Es sind ja keine Hörner in dem Sinne. Hörner sind doch aus Horn. Daher vielleicht der Name. Aber was ist das? Wie nennt man das? Wie nennt man diese lustigen Stöpsel? Die Giraffe? Sind das Antennen? Sind es Hörner? Bonghart sagt, es sind Hörner. Ich weiß, ich habe die noch nie angefasst. Komm da nicht an. Funkverstärker, sagt Uschatza. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht. Ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich stelle mir das vor, dass die so aus. Vielleicht sind die aus Knorpel oder so knubbelig. Vielleicht kann man die Giraffen lenken, wenn man den Hals hochkrabbelt und dann so rechts, links. Höcker? Stumpen? Gibt es hier jemand, der das wirklich weiß oder nur Leute, die hier irgendwas in den Raum werfen? Guck mal, da kommt Piadre und sagt, die heißen Ossikons. Auch Ossikonus, Ossikon, Stirnzapfen und Hornzapfen, wird das permanente Horn bei den Giraffen und beim Okapi sowie bei ihren ausgestorbenen Vorfahren genannt. Okay, danke. Und schon wieder. Habt ihr das gehört? Bing! Das war gerade, ich bin wieder Level aufgestiegen. Intelligenz 2 habe ich jetzt. Guck mal, Timmy hat es auch eine Sekunde zu spät rausgeholt. Damit kämpfen die? Ah, okay. Döpsel stimmt, das ist damit der Regen bei Regen der Hals nicht vollläuft. Nicht schlecht, Skorpion, nicht schlecht. Okay, und wie merken wir uns das jetzt? Ossikon. Wie spricht man es überhaupt aus? Also, wie merken wir uns das? Wir schreiben es uns auf die Hand. Haben wir einen Stift, der schreibt? Das ist eine andere wichtige Frage, ja. Ossikon klingt, ich weiß, wie wir uns das merken. Wir denken an Conventions für Ostdeutsche. Okay? So geht das. So, wir machen hier weiter. Inspirierte Rekrutierung, das kennen wir. Noob rächt sich. Wir wollten irgendjemanden schicken, der die Giraffen abknallt. Jemand, der schneller ist als 4,3. Wer wäre das? Unser Vampir ist tagsüber mit einer Laufgeschwindigkeit von 4,8. Der ist nachts sogar schneller, ne? Wir haben jetzt nämlich 17 Uhr. Na, Herald, dann dass wir Ossi kommen, nicht Con. Die beiden Holzfüße, ja, die geht los. So, wir warten mal, bis die Sonne untergeht und gucken dann, ob drei Klingen nachts. Er ist ja Vampir. Normale Kolonisten werden nachts langsamer. Ich weiß jetzt nicht, ob das auf dem Vampir auch zutrifft. Die Pistole hat eine ganz geile Reichweite. Wir machen das mit der Pistole. Ah ja, seht ihr, guck mal, es ist 18 Uhr, die Sonne geht unter, die Laufgeschwindigkeit ist 4,32, weil er... Nee, warte, er ist jetzt...
er ist jetzt draußen in der Sonne. Jetzt warten wir, bis die Sonne richtig untergegangen ist. Dann haben wir erst... ...4,32 immer noch, 19 Uhr. ...4,32, 20 Uhr. Sonne ist jetzt eigentlich untergegangen. Und er hat 4,3. Jetzt ist er wieder 4,8, weil er drin ist. Nee, die anderen... Was ist mit den Imps? Imps waren doch auch schneller. 4,68. Franco Sol. Du kochst gerade, ich weiß. Aber wenn du fertig gekocht hast mit deinem Schießgewehr, gucken wir mal, was du draußen aufs Parkett bringst. 4,68 würde ausreichen. Auch bei Nacht. Franco Sol ist ein Imp. Deswegen per se ein bisschen schneller. So, Essen weg. Wunderbar. Komm mal raus. So, Franco Sol ist draußen. Was sagt die Geschwindigkeit? 4,74. Ne, 3,74. Oh Gott. Das ist ja abgrundtief langsam. Wir brauchen 4,3 plus. Okay, jetzt hat Klinge... Jetzt ist es erst richtig dunkel. Jetzt ist es Nacht für den Vampir. Und jetzt hat er 4,8. Okay, Klinge... besucht gerade ein Grab. Und wie wir hier sehen, das geht unglaublich gut auf Entspannung. Schaut mal, das erzähle ich euch immer, wie schnell das hochtickt. Dab, dab, dab. Braucht man unbedingt eine Funke unter, ein Beacon unter freiem Himmel, damit die Funke auch funktioniert für Trader. Du... Früher war das immer so, dass das Teil auch so funktioniert. Ich mache das seit Jahren so und das hat funktioniert. Kann sein, dass das jetzt anders ist. Aber die letzten 10 Jahre hat das so funktioniert. Ohne freien Himmel. Aber wie gesagt, seit dieser Runde wundern wir uns, dass wir keine Händler bekommen. Aber normalerweise dürfte das mit den Händlern auch nichts damit zu tun haben. Selbst wenn wir keine Barke haben, treffen trotzdem Händler ein und dann... können wir ja trotzdem von denen kaufen, aber nicht verkaufen. So, Klinge, ab geht's. Wie geht's dir? Ach, wunderbar. Komm, schieß mal ein paar Giraffen. Oh, wie viel Fleisch geben die denn? So ein paar leckere. 504? Oh, wie schnell sind die? 4,3. Ach, guck mal, wer hätte das gedacht? Nilpferde sind genauso schnell wie diese... Teleskop-Hals-Dromedare. 4,3 beide. Wisst ihr was? Vielleicht kriegen wir ja beides hin. Vielleicht schießen wir zuerst. Ah, das wird gut. Holen richtig Fleisch. Jetzt gibt's richtig Fleisch, Leute. Vampir gegen Cheetah. Wer gewinnt? Was meint ihr? Komm, geh mal schlafen, Cheetah. Du bist müde. Also als erstes gehen wir auf diese 4 Nilpferde. Sharkloft, Johnny Ryder, Dinklu und Susi. Oh doch. Und wir wollen, dass sie als Herde durchdrehen und sich als Herde... Wir könnten nochmal überprüfen, ob er wirklich immer noch 4,8 hat. Sonst ist er nämlich tot. Ja, 4,8. Wunderbar. Ein bisschen aufgescheucht.
Müssen wir aufpassen, dass sie uns nicht circlen. Wo sind sie hin? 1, 2, 3, Nummer 4 ist da oben. Ah, also die Chance, dass die aggressiv werden, liegt bei 30%. Ja. Aber nur Sharkloft rächt sich. Das ist ein bisschen doof. Jetzt machen wir das Run and Gun aus, sonst ist er zu langsam. Komm, geh runter hier. Geh runter. Wir haben noch ein bisschen... Alter, wie schnell das Ding ist. So war das nicht geplant. Die sollten als Herde durchdrehen und sich rächen. So ist es natürlich jetzt nicht unbedingt effektiv. Ob ich Max mag, Gravity? Ja, ich hätte gern einen. Ich bin kein Mac-Experte. Aber das eine oder andere Mac-Spiel habe ich schon gespielt. Hilft aber ganz gut. Und er hat auch genug gute Laune, dass er nochmal losgeht und das gleiche nochmal mit den Langhalsfohlen macht. Zack, das kann reingetragen werden. Gibt einfach keinen Zusammenhalt mehr zwischen den Hippos. Ganz genau. Tragobot bringt jetzt... Der kleine Tragobot bringt das Nilpferd rein. Wie macht er das? Es ist 5 Uhr morgens, ne? Wir können es gar nicht mehr bringen. Die Sonne geht auf. Da ist der Vampir zu langsam. So, lecker Nilpferd. Vielleicht morgen Nacht wieder. Wir spulen. Die leckeren neuen Mahlzeiten kommen langsam rein. Das Faultierfleisch wird weiter verwendet. Noch haben wir ein bisschen was da. Nilpferd wurde geschlachtet.
Mehr Deko, mehr Waffen. Stranded Alien Dawn bekommt ein Mac-Update. Ah. Okay. Krafator hat versucht, Flindrikin zu bekehren. Ach so, ernsthaft? Das fünfjährige Mädchen hat versucht, Flindrikin... verfolgt ihn immer noch. Verrückt. Was geht denn ab? Wollen wir noch mal ein paar andere Sachen? Wollen wir ein paar coole... Wir bauen... Was tragen wir oben rum? Hemden? Ja, ne? Wollen wir mal kurz gucken, wo ist der Unterschied zwischen Hemden und T-Shirts? Attraktivität minus 3. Wieso? Ach, das kannst du dir doch alles eh nicht merken. Man bräuchte das direkt nebeneinander. Und ich habe extra diese komische Mod runtergeladen. Rimpedia. Aber irgendwie, keine Ahnung. Das ist ein bisschen wertvoller. Ich kenne aber sonst auf dem ersten Blick keine großen Unterschiede. So, also wir werden jetzt einfach mal... Na, warte, nachher ziehen das unsere komischen Besucher hier an. Na gut. Aber, nee. Die trinken schon unser Bier. Und jetzt baue ich hier wertvolle Teufelsgarn-Hemden. Und unsere bekloppten Besucher, die eh bald abhauen, wie lang bleiben die nochmal? Steht doch normalerweise. Oh, neue Liebhaber. Oh Gott, der Vampir und Graffiti. Unser Vampir und Graffiti. Eieiei. Der 48-jährige Graffiti ist Folterer mit Holzfuß, leicht angetrunken. Konnte tatsächlich Klinge umgarnen. Naja, okay. Muss ich da jetzt extra ein Doppelbett für euch hinsetzen? Ich glaube ja. Komm, wir bauen mal ein Doppelbett. Wobei, nee. Die sind erst Liebhaber. Ah, die müssen ja erst noch heiraten. 20 Tage wollten die Besucher bleiben, ne? Ja. Ach, Lottenkopf, danke, Mann, für deine 9 Monate. Und Turbo Chris, danke dir auch, Mann. Vielen Dank, Turbo Chris. Graffiti behalten, ey. Graffiti ist, wenn der Einzige, der irgendwie... Ah, nee, Graffiti hat auch einen Holzfuß. Wer hat keinen Holzfuß? Töff. Aber Töff hat ja gerade den rechten Mittelfinger verloren. Seine Skills sind okay, aber er ist fragil. Fragile Leute mag ich nicht. Bin gleich wieder da.